Auch der Abendsee ist fast komplettiert. Willkommen zurück zu Let's Replay Spiral 3, Year of the Dragon. Jetzt fehlt nur noch das Vargs-Level und ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung mehr, wo sich das denn hier befindet. Das müssen wir jetzt erstmal suchen. Beim letzten Mal hier die beiden anderen Level, die noch gefehlt haben, also die eine Mission beim Honigwabenring und die Feuerwehrfabrik erledigt, wo wir diesen tollen Agent 9 Shooter haben, wo uns eigentlich ganz solide durchgeschlagen haben. Einmal am Anfang abgekackt, aber sonst fehlerlos durchgekommen. Das ist wunderbar. Und ich könnte mir vorstellen, dass das hier oben war. Oder es war ganz am Anfang. War das nicht sogar ganz am Anfang? Ich gehe nochmal gerade. Irgendwas sagt mir gerade, dass es ganz am Anfang war. Shit. Gucken wir mal nach. Da oben vielleicht? Nein? Warum nicht? Scheiße. Hier drin ist es ja auch nicht, ne? Oder wobei. Moment. Nein, war es nicht. Schade. Ja, dann gehe ich doch nochmal zum Ende. Irgendwie, wie gesagt, habe ich das Gefühl, das war da. Ja, wir suchen dann jetzt halt mal ein bisschen. Ne? Wo bin ich denn gerade noch so von der Seite da? Okay. Ist okay. War das da oben auf dem... Oben auf dem Turm müsste auf jeden Fall, also auf dieser Brücke da, müsste ein Ei gewesen sein. Aber war da irgendwo das Bar oder war das hier? Ich keine Ahnung. Ich halte mich mit irgendwelchen Spekulationen jetzt zurück. Wir suchen einfach. Was war hier? Hier war das Ding, mit dem wir wegfliegen, ne? Genau, die Rakete. Und die Kamera hat sich so asozial gedreht, dass ich fast runtergefallen wäre. Schön. Da war das auf diesem Ding, wo wir hingleiten müssen? Auch nicht, oder? Boah, Junge. Ich hab keine Ahnung. Dann klettern wir mal da hoch. Das war hier, oder? Ja, hier war's. Okay, sehr gut. Prinzessin Amy hat mir einen Ort namens Seesternriff gezeigt. Sie sagte, dort sei ein Ei versteckt. Ich finde, Spark sollte sich das mal ansehen. Ja, irgendwas sagt mir, dass das Seesternriff böse war. Naja. Mal sehen, mal sehen. Wenn ich sowas sehe, kriege ich einfach immer direkt Bock, diese Edelsteine da einzusammeln, die da rumliegen. Ich. Wow. Das ist doch meine Flasche. So, hier ist das Driften wirklich notwendig, oder dieses, wie auch immer man das nennen mag. Das war, glaube ich, dann später eine Abkürzung. Ja. Im Agent 9 Level. Ja, habe ich mittlerweile auch rausgefunden. Also, was heißt mittlerweile rausgefunden? Ich habe mich dann damit arrangiert. Und irgendwie verstanden, wie das anzuwenden ist und so. Aber. Oh mein Gott, war das schlecht. Du bringst mir, glaube ich, besondere Schüsse, ne? Genau, das macht man mit X. Genau, okay. Ja, dann würde ich sagen, nicht geizen, ne? Mal anwenden. Wer macht das bei diesem Ding für Sinn? So, schon die Hälfte verbraten und schon richtig heftig verloren. Energie. Aber da bekommen wir wieder welche zurück. Alles super. Da ist noch mehr Energie. Das ist doch seine Energie. War das? Ich. Das ist keine Energie, glaube ich. Nein, fuck! Doch, es. Nee. Genau, es ist ein. Okay. So, wo komme ich lang? Da. Ah, da ist Energie. Das ist... Oh! Das ist ein Fix. Ja, fahr halt durch jede scheiß Seestern-Kacke, die hier ist, durch. Warum nicht? Sparks. Okay, jetzt geht's hier weiter. Zack. Zack, ey. Ja, wow. Der hat ja wieder voll gesessen. Komm her. Komm her, Wiese. Also irgendwie will mein Spezialschüsse nicht so wie ich. Geh weg! Nein! Oh mein Gott! Warum lebst du noch? Miststück. Ich hab dich doch tausendmal mit den Dingern eigentlich getroffen, aber irgendwie hat das nicht gezählt. Ich muss mich prüfen. Die Seesterne haben ja irgendwo so ein Spawn-Teil, glaube ich. Oder? Oder auch nicht? Oder vielleicht ist das auch das Spawn-Teil? Ich habe keine Ahnung. Wenn ich hier lang fliege, sterbe ich gleich. Oh Gott.
eher als dass ich sterbe, werde ich wieder Leben bekommen, weil hier ein Schmetterling rumfliegt. Ein gelber. Das ist gut. Das ist sehr gut. Komm her. Also so ein gelb-pinker. Das sind ja immer diese Lebensschmetterlinge. Okay. Wir erwarten wieder so ein Ding, so ein Leguan oder was weiß ich, was das für Dinger sind. Ich bin absolut kein Zoologe. Okay, okay, okay. I got this. Alles im Griff. Was sag ich jetzt? Vielleicht verkacke ich sowieso total. Da, oh, hier zum Beispiel. Oh mein Gott. Das ist aber böse. Aus dem Ding kommen jetzt so riesige Dinger raus. Okay, gut, krass. Bisschen heftig, ja. Ah, weil der Spark sich nicht so dreht, wie ich will. Ich wollte halt so diagonal driften, so, aber das wollte er nicht. Das ist dann natürlich blöd, ne? Da machst du nix. Okay, hier kommen nämlich immer nur so Seesterne aus diesen Dingen raus. Da kam jetzt gerade so ein riesiges Ding da raus. Direkt so. Sehr gut. Ey, bitte, ich wollte schon sagen, das Ding wurde irgendwie nicht getroffen. Das Ding zerfällt im Alter, wie aggressiv sind die bitte? Du meinst aber überdurchschnittlich aggressiv. Komm her. Das sollte ich zwar wahrscheinlich eigentlich für den Bereich da hinten verwenden. Mann! Ach! Die sind aber auch so ultra schnell! Ja, ich weiß, ich sollte dann einfach selber ein bisschen aufs Tube drücken, aber ich komme dann irgendwie zu spät auf die Idee. Also, was ist auf die Idee? Aber ich muss ja auch erstmal alles im Griff haben, mit Schießen und Driften und alles. In Richtung vor allem. Dass ich das überhaupt machen kann mit der Geschwindigkeit. Und dann ist es schon zu spät. Das ist blöd. Ich geh jetzt erstmal nach oben, vielleicht macht das mehr Sinn. Dann habe ich zumindest diese kleinen, nervigen Dinger nicht mehr. Kann ich wohl. So gut war das jetzt aber nicht. Wenn ich hinterher bin, ich tot. Das ist nicht toll, das ist nicht toll. So. Diesmal habe ich es besser gemacht. War nicht so krass, weil. Ja. Okay, das war gut, 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 das war gut. Das war gut. Ja, das war gut, das war gut. Ja, okay, es war eigentlich komplett unnötig, dass ich ihn jetzt noch getötet habe, aber egal. So, bitte? Ich komme da nicht durch. Muss ich da oben? Oh. Ach, da oben. Stimmt, okay, gut. Da ging es noch weiter. Ich hätte gerne Checkpoints so. Oder Energie. Oder beides. Kommt auch nicht so schlecht. Energie. Ja, hahaha, sehr gut. Hervorragend. Ein Checkpoint kommt dann wahrscheinlich erst, wenn ich da unten durchgehe. Ist okay. Ist komplett okay. Oh mein Gott. So, was haben wir hier? Auf jeden Fall noch nicht den Bus. Aber der ist nicht mehr so weit weg. Vor allem nicht, wenn ich hier noch Energie bekomme. So, okay, wir haben hier Links-Rechts-Splittung. Da kommen einfach mal weg, ihr Säcke. Einfach mal weg, ich muss den Spawn immer durchdrehen. Das habe ich geschafft, gut. Das Ding mache ich lieber so platt. Weil gegen den bringt dieser Streuschuss nicht so viel. Den nehme ich da lieber für die Krabben. Krabben sag ich schon. Seestern. Ein Seestern. Patrick, du bist bereits ein Seestern. Ja, da siehst du, wie das knapp versuchst. Sehr schön. Oh, da ist noch eine Krabbe. Ach, ein Seestern. So, haben wir jetzt hier alles. Sieht gut aus. So, dann würde ich sagen Boss-Time oder so. Oder auch nicht, oh mein Gott. Oder vielleicht auch doch, aber das ist irgendwie seine Abwehr oder so. Bin noch skeptisch. Es ist aber noch nicht der Boss, oder? Auch wenn das noch so einen großen... Ja, hier kommt, glaube ich, erst der Boss. Wenn überhaupt hier schon.
Ja, hier kommt der Bus. Hier gibt's Energie. Hier gibt's definitiv jetzt den Bus. Okay, dann war das so ein kleiner Vorbus. So ein Minibus. Und jetzt geht's so. Habe ich noch irgendeinen Special-Schuss? Nein, leider nicht. Ich weiß noch nicht, was passieren wird, wer da jetzt ist, deswegen sammle ich erstmal die Edelsteine ein. So, was haben wir hier? Ach, ein riesigen Rochen. Okay. So, dann sammeln wir aber erst. Oh, wollte ich sagen, ein. Hier gibt's gar nichts mit den Ecken. Ach, der hat diese Dinger. Okay. Shit! Oh mein Gott, da, das war ein unnötiger Treffer jetzt eigentlich. Oh mein Gott, oh mein Gott, Alter, ich kann ihm gar nicht mehr ausweichen. Der ist nicht einfach, vor allem nicht ohne Special-Dinger. Das war eine gute Treffer, aber... Was geht denn los? Muss man ja ran. Wieso hat er mich getroffen? Der ist nicht durch mich durchgeflogen. Wirklich nicht. Finde ich nicht in Ordnung eigentlich. Okay, da schon. Da wurde ich getroffen, das sehe ich auch. Der hat immer die gleiche Route, wie der fliegt. Na, jetzt hat er mich, glaube ich, mit seinem Stückelball getroffen. Na, das ist auch eine schlechte Strategie, die ich da gerade fahre. Ich muss doch wechseln zwischendurch. Oh, jetzt geht er auf. Da hat er sich eine kleine verwandelt. Das wusste ich nicht mehr. Was ist passiert? Soll ich eine andere Strategie fahren? Am besten halt irgendwo mal sich nicht in die Ecke drängen lassen. Wäre sehr wichtig. Dann halt immer bei anderen, was das Zeug wäre. Nehmen die auch Schaden dadurch, dass ich die Kleinen töte? Ich schätze mal nicht. Zumindest befürchte ich das nicht. Ein oder zwei Treffer darf ich machen. Aber einer ist tot. Das ist gut. Oh shit. Komm, der ist doch tot. Ja! Oh mein Gott. Ah? War nicht so ganz einfach. Anderson. Was zum Fick ist das für ein Name? Hatte dir wieder mal keinen Namen. So aufpassen, dass ich ins Ziel fliege. Da will ich noch nicht rein. Denn wir haben nämlich alle Edelsteine. Hier befinden sich nämlich noch welche. Auf dem Weg zurück zum Anfang. Und dann haben wir auch alle 200. So muss das sein. Die Krabbenfarm wollte ich schon sagen. Nein, doch, oder Moment. Nee, was waren das jetzt nochmal? Wir hatten die Spinnenstadt und das war jetzt Seesternfarm oder sowas, ne? Aber gab es nicht nochmal die Krabbenfarm? Ach, ist auch egal. Das ist auf jeden Fall jetzt Seestern irgendwas gewesen. Das haben wir geschafft. Als ich diesen riesigen Stachelrochen sah, dachte ich, es wäre um dich geschehen, Sparks. Aber du hast es ihm gezeigt. Die Magie des Eis hat dich sogar noch stärker gemacht, sodass du noch einen weiteren Schlag für Spyro abfangen kannst. Ja, siehst du nur. Ja, hatte ich also recht. Der Schlag, den wir jetzt nochmal abfangen können, der kam jetzt. Nach dem dritten Sparks-Level. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir noch ein bisschen Zeit, zurückzureisen in die letzte Welt. Ja, ich hatte gerade eigentlich überlegt, noch auf jeden Fall eine Herausforderung zu machen beim Hafen. Streckendings da. Da ich ja aber halt drei Missionen da machen muss, also die Jägermission, halt ganz normal das Fluglevel machen und halt das Rennen machen, möchte ich das ein bisschen blöd aufsplitten. Und mir fehlt ja auch noch ein Ei hier in der Welt. Das heißt, ich würde sagen, ich suche das nochmal intensiver die letzten Minuten nach diesem Ei. Und dann fange ich beim nächsten Mal in einer ganz neuen Aufnahme an mit dem Fluglevel. Und danach irgendwie wahrscheinlich die Kristallwelt. So, ich gehe jetzt zum fünften Mal hier hin.
Weil vielleicht kann man von hier aus ja doch noch woanders hinkommen als dahin, wo wir bereits ein Ei gefunden haben. Oh, wie schlecht. Ah, naja. Ach, ich lande sogar nochmal komplett neu hier, ist ja toll. Ich würde gerne. Achso. Ich habe jetzt die ganze Zeit Dreieck gedrückt, weil ich mein Leben sehen wollte, aber das ist nicht Crash. Das macht man nur mit Start hier. Nicht mit Dreieck. Okay. Okay, wo gab es dieses Kackei? Ich habe ja schon mal gemutmaßt, dass das irgendwie bei irgendeinem Giftwasserfall, dass man da hoch musste oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Das hier haben wir schon. Das ist safe. Aber sonst. Ich finde, man übersieht hier halt auch schnell eine. Da waren wir auch drin, oder so. Man übersieht hier halt auch schnell so eine Insel, weil man sich denkt, so, ja, da war ich schon. Genauso ist es dann mit dieser Secret-Insel da, wo man erst hinkommt, wenn man alles hat, so. Ja, scheiße. Wie war das? Ich dachte, hier so irgendwo so. Nein, leider nicht. Ah, Mann! Was war das denn? Es kann sein, dass wir das nicht schaffen können, aber ich. Also, das wüsste ich aber eigentlich, oder? Also, dass wir das schaffen können. Ich. Nee. Das können wir doch locker schon machen. Die Plattform da hinten, diese Säule, macht mich immer noch stutzig. Ach, Kacke. Also es waren wahrscheinlich nicht die letzten Edelsteine, die mir damals auch gefehlt haben, sondern es war einfach... Ja. Die Suche nach dem letzten Ei. Wobei, Moment. Nee, da wollte ich jetzt schon wieder hochlaufen. Nee. Wo ist überhaupt nochmal die Rennstrecke? Wo ich gerade mal dabei bin, hier nochmal durch die Welt zu laufen. Ist das die hier? Ja, hier ist die Hafenrennstrecke. Da steht, das ist ein Geheimnis, ne? Einfach nur. Bei dem. Genau. Ich würde hier halt noch fünfmal im Kreis rennen jetzt und ich wette, ich laufe schon wieder fünfmal am Weg vorbei, den ich laufen muss. Aber ich weiß es einfach nicht mehr. Also ich habe halt auch gar keine Ahnung, was es gewesen sein könnte, ob es wirklich irgendwie so eine einsame Insel ist oder das Ding da hinten, wo ich irgendwie mit dem Aufwind drauf komme oder irgendwas. Ob es wirklich so ein bisschen versteckt war, hier irgendwie so, hier so hinter oder sowas, ne? Ob man irgendwo eine Wand einreißen kann, das kann auch sein. Also welche Art von Versteck das hier ist, das, ich habe keine Ahnung. Wobei, da ist. Ja, wobei, ja, ist doch. Doch! Oh mein Gott, ja, das habe ich richtig. Okay. Das ist wirklich krass versteckt. Ich habe zu einem gerade noch gesagt, so, wo ich genau da vorbeigelaufen bin, ob es eine einreißbare Mauer ist oder so. Das hat man aber schwer gesehen, finde ich. Vor allem auch, weil der Riss ein bisschen weiter oben ist, wo man sich so denkt, ja gut, das kann aber eigentlich. Der Riss ist so weit oben, ich glaube nicht, dass man das mit Spyro einrennen muss, sondern dass das einfach nur ganz normal am Stein ist, so. Das hätte ich mir eigentlich normalerweise gedacht, aber. Weil ich jetzt halt sowieso ein Ei gesucht habe, versucht man es halt. Krass, ja, das war echt nicht einfach, Mann. Das war nicht einfach. Gut, dann haben wir es aber. Sehr schön. Dann geht zunächst mal die Hafenrennstrecke, die sich da oben befindet, wie ich ja mittlerweile wieder mal weiß, weil ich tausendmal hier lang gelaufen bin. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr noch Bock habt, in einer neuen Aufnahme. Bis dahin. Tschüss.